Herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk. Ich möchte mit ein paar kurzen Beispielen einen Bereich meines Unterrichts vorstellen und zeigen, wie die digitale Technik dabei nützlich war und ist. Bei einer Höranalyse geht es darum, einem Gegenüber primär durch das angeleitete Hören ein Musikstück näher zu bringen. Das kann eine Schulklasse sein oder ein Konzertpublikum oder gerne auch der Geldgeber eines Förderprojekts. Die Balance zwischen technischem Handwerkszeug und künstlerischem Ausdruck ist ein dankbares Thema, auch in Bezug auf das, was unsere Studierenden an der Hochschule lernen. Wir haben eben einen Ausschnitt aus Beethovens Pathetik-Sonate gehört. Die flinken Finger bringen die Studierenden meist selbst schon mit. Aber was heißt Pathetik? Und was will Beethoven oder hier die Pianistin ausdrücken? Eine Studentin aus Taiwan hat die Sonate übrigens online von dort vorgestellt. Oft haben die Studierenden einen gewissen Perfektionismus als Ziel, was grundsätzlich gut ist. Was sie aber noch lernen, ist die kritische Auseinandersetzung mit einem Werk und daraus resultierend die eigene Position dazu. Konkret funktioniert es im Rahmen einer Höranalyse so. Zunächst wird ein Werk ausgesucht und eine passende Leitfrage formuliert, um das Thema einzugrenzen. Meist ist es sinnvoll, zunächst ein Detail unter die Lupe zu nehmen und dieses dann in den größeren Zusammenhang des Werks zu stellen. Am Ende soll als Fazit die Leitfrage beantwortet werden. Ein Vortrag wird umso interessanter, wenn Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, mit welchem Instrument beginnt Bach sein Weihnachtsoratorium? Oder wie lässt sich das Hauptmotiv aus Beethovens 5. Sinfonie analytisch beschreiben? Das sind objektive Fragen. Die Antworten darauf sind entweder richtig oder falsch. Um ein Stück aber nicht einfach nur zu sezieren wie eine Leiche, sondern das Lebendige in der Musik zu finden und zu würdigen, sind Fragen nach dem Warum sinnvoll. Warum hat Bach gerade die Pauke verwendet? Wie gelingt es Beethoven mit dem kurzen Schicksalsmotiv, die Spannung über den ganzen Sinfoniesatz zu halten? Gehen wir ins Detail. Was wir gerade hören, ist eine ruhige Melodie mit schlichter Begleitung. Nico, 2. Semester, hat sie selbst am Klavier eingespielt. Sie lässt sich einfach analysieren und gut merken. Das ist wichtig, wenn die Etüde im Original erklingt. Ist die Melodie noch hörbar? Wie wichtig erscheint sie? Das sind dann auch die Fragen beispielsweise beim Vergleich von zwei Aufnahmen. Inwieweit handelt es sich bei der Etüde um eine technische Studie und inwieweit um ein konzertantes Solostück? Technik versus persönlicher Ausdruck. Die Frage hatten wir im Grunde vor einer Minute schon. Allein die Art der Fragestellung ist schon ein Teil der Interpretation. Was ist mir wichtig bei dem Werk? Was möchte ich meinem Zuhörer mitgeben, gerade auch von meinem persönlichen kulturellen Hintergrund? Der Weg zum Gelingen der Präsentation führt primär über das Formulieren von geeigneten Fragen. Auf der Basis eines klaren Zeitplans und gegebenenfalls mit Unterstützung von älteren Studierenden macht es eine Menge Arbeit. Wir trainieren dabei, uns klar und verständlich auszudrücken und das womöglich sogar in einer uns ungewohnten Sprache. Aber dank digitaler Technik und der menschlichen Nähe mittels Webcam und Bildschirm fällt die Präsentation am Ende dann ziemlich leicht. Schauen wir uns drei Beispiele unkommentiert an. Und hier der unverzichtbare Werbeblock. Heutzutage bekommt der Künstler von der Technologie einen Tritt in den Hintern. Er muss sie kennen und er muss wissen, wie er damit umgeht. Das sagte Xenakis schon vor 30 Jahren. Und vor 50 Jahren erfand er bereits einen Analog-Digital-Konverter, wie er heute in jedem Handy steckt. Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn ein Stück live präsentiert wird, wie bei Josefa, 4. Semester, mit Ligetis Teufelstreppe. Sie hat die Etüde zunächst im Unterricht vorgestellt und später erfolgreich im Wettbewerb gespielt. Die Teufelstreppe ist übrigens auch ein mathematisches Modell für Wachstumsprozesse, wie etwa die Ausbreitung einer Pandemie. Fazit: Die Musikpräsentationen können ein Weg weisen zu Konzertformaten der Zukunft. Die Höranalysen in meinem Unterricht sind ein Training dafür. Und mein Lightning Talk soll einfach Lust drauf machen, auf das Abenteuer der digitalen Technik und Kulturbetrieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.